Es ist eine sehr schöne und ehrenvolle Anerkennung. Es ist wie ein kleines Engelchen, was auf der Schulter sitzt und mir ins Ohr flüstert: Ja, es ist gut, mach weiter so, es kommt gut. Es ist in erster Linie eine ganz, ganz große Freude, diese Auszeichnung bekommen zu haben, auch weil es eine Auszeichnung ist, die irgendwie aus der Heimat kommt. Gerade in der zeitgenössischen Musik oder überhaupt in der Kunst ist man oft auch am Rande der Verzweiflung, weil man versucht, Unmögliches möglich zu machen, man versucht, Grenzen zu überschreiten. Und da ist so ein Preis einfach eine Bestätigung ein Stück weit, Bestätigung, den Weg weiterzugehen, den man gesucht und aufgenommen hat. Es ist auch ein Preis, der mich besonders freut, weil er nicht für ein Stück ist oder für ein Projekt oder so, sondern wirklich für das, was ich tue. Ja, der Preis bedeutet mir schon sehr viel, weil es einfach eine persönliche Anerkennung ist, dass das, was ich tue, was ich versuche mit der Musik zu gestalten und in der Szene der zeitgenössischen Musik ins Leben zu rufen, dass das doch seinen Anklang findet. Der IBK geht es darum, Künstlerinnen und Künstler über die Landesgrenzen hinweg im Bodenseeraum bekannt zu machen und auch zu unterstützen. Ich glaube, Musik machen, das sagt mehr über die Musik, als jetzt was Kluges zu sagen.